Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium-Konflikt Remastered Edition auf Seiten der GTI. Ach, der auf Seiten der Not, sorry. GTI kommt später. Ja, erste Folge im neuen Jahr tatsächlich. Und ich muss mich jetzt erstmal hier wieder akklimatisieren mit dem Game. Ich glaube, wir hatten noch hier die Grafik. Grafik. So. Stimmt, die konnten wir ja umstellen, richtig. Ja. Alles klar, liebe Leute. Wir waren uns hier in der Armee am Aufbauen, beim letzten Mal. Im letzten Jahr quasi, im Scheißjahr 2020. Konstruktion fertig. Brücke Und gebaut. müssen hier oben eine Basis Verschärfungen platt sind machen. eingetroffen. Da ist aber nicht so viel drin, wie ich finde. Also, das geht schon. Gut, wir warten einfach unsere Artillerien ab. Und ja, das ist ja jetzt eigentlich nur warten. Da habe ich ja mal ein bisschen Zeit, mal euch so zu fragen, liebe Leute, wie seid ihr denn im Jahr 2021 angekommen? Also bei uns war es an Silvester relativ ruhig. Es wurde zwar auch geballert, was ich cool finde. Ja, ich bin ein Baller-Fan. Aber, Leute, ich halte auch nichts davon jetzt, dass sich da die Alkoholleichen da Böller schnappen. Das ist nicht unbedingt. Jedenfalls hier wurde geböllert. Ja, erzählt mal so, wie es bei euch war, ob bei euch viel geböllert wurde und ob ihr überhaupt gut reingekommen seid, wie ihr reingekommen seid. Habt ihr euch mit eurer Familie getroffen oder einfach nur im kleinen Kreis was gemacht? Dann hoffe ich auch mal, dass ihr gut reingekommen seid hier in dem Jahr. Und da kommt er doch schon wieder angeschissen, da mit seinem Mist da oben. So. Schieß mal, zeig mal, was du kannst, Tarnpanzer. Genau, wir hatten zum ersten Mal jetzt hier die Tarnpanzer. Und die ist schon fast kaputt, ey. Meine Frosse. Und, ja, Leute, wie gesagt, erzählt ruhig mal, wie es bei euch abgegangen ist. Und, ja. Dann hoffen wir doch einfach alle mal, dass dieses Jahr 2021 nur besser werden kann, oder Leute? Wirklich. Verstärkungen sind eingetroffen. So. Es kann nur besser werden. Wirklich, Leute. 2020 war einfach ein mieses, hinterhältiges Drecksjahr. So. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Und ja, dann würde ich mal sagen, Leute, freut ich mich, dass ihr nach wie vor hier dabei seid. Ich habe ja in meinem großen Jahresrückblick ein bisschen erwähnt, wie es mit dem Kanal so gelaufen ist im letzten Jahr. Und das ist wirklich famos. Ich bin immer noch überwältigt. Und ja, möchte mich auch nochmal bei jedem hier bedanken, der hier dabei ist. Weil, ja, ist schon nicht selbstverständlich. Definitiv nicht. Und ja, daran merkt man aber auch, dass Command & Conquer nach wie vor eine sehr große Fanbase hat. Definitiv. Jetzt speziell auch das Remaster. Ja, es ist halt Command & Conquer, ne? Also, es ist schon. Jetzt hat er mir wieder die Artillerien weggenommen, der Sack, ne? Ich weiß nicht, was der immer mit meinen Artillerien will. Und meine Einheit ist durch die Tiberium gelaufen und daran gestorben. So kann das ja doch beginnen, oder? So, gut. Reparatur läuft. Dann. Der läuft auch wieder durch Tiberium. Stopp. Kollege. Sei doch nicht so blöd und. Ja. Obwohl, der wird jetzt wahrscheinlich hier abgeballert. Ja. Einheit Ja. verloren. Der wird jetzt da abgeballert. Ja, lasst ihn das halt mal versuchen. Moment. Ich zeige euch erstmal, was der Flammenpanzer drauf hat. Schaut euch den an, Leute. So, zack. Und zack. So. Der kann alleine eine ganze Armee platt machen. Schaut euch das an, ey. So. Verstärkungen sind eingetroffen. Sehr schön. Dann können die beiden reparieren. Konstruktion Sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut. gebaut. Reparatur Ja, der läuft. Geldfluss, der ist hier ein bisschen Verstärkungen sind langsam, ne? eingetroffen. Der Geldfluss ist hier ein bisschen langsam. Das liegt aber auch echt daran,
Ja, weil wie cool halt so weit weg ist. Schaut euch das an. Wir müssen da immer Kurven fahren. Das ist nicht so doll. Ach du Scheiße. Was will er jetzt mit dem Mammut? Nicht auf meinen Sammler, oder? Ernsthaft? Was willst du jetzt mit dem Mammut, du Kollege? Na gut, dann drei Gummipanzer, die müssten ihn eigentlich platt kriegen. Dann schießt mal auf den Mammut. So, schießt auf den Mammut. Ihr habt das gesehen, ne? Der Mammutpanzer hat Raketen geschossen gerade. Hier in dem ersten Teil, Command & Conquer, ist es so: die Mammutpanzer schießen nur Raketen, wenn die ihr Rohr quasi drehen. Ja, ich weiß, das hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist so. Wenn die ihr Rohr drehen, schießen die Raketen. Ansonsten immer nur Kugeln. Das ist noch ein Unterschied zum Alarmstufe Rot Teil. Ja. Leute. Dann kommen jetzt ein Haufen Artillerie noch nach. Bis dann gleich der nächste Luftangriff kommt und die wieder platt macht, ne? Scheiße, ey. Ich will auf jeden Fall mit Artillerien dahin. Weil die werde ich auch brauchen, weil schaut mal hier, der hat schon einiges an Verteidigung da. Zwei Raketentürme, das ist schon übel, muss ich sagen. Hallo? Was ihr denn da? Seid ihr blöd? Und ihr fährt jetzt auch mal dahin. Nee, los, kommt. Was macht ihr denn da? Nur Idioten hier. Ach, Mann. Typische Command & Conquer KI, ey, Mann. Hier auch schon wieder. Was macht ihr denn da, Leute? So, dann mach mal Pause. Ich will die Einheiten mal reparieren. Ah, die Mucke ist geil. Dum, 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 dum. Die Mucke ist geil. So, dann reparieren wir Fern. Schön. Und ja, wie gesagt, Leute, 2. Januar auf ein neues Jahr. Ja. Kann nur besser werden. So. Gut. Dann. Da hat er schon wieder einen Luftangriff auf meine ganzen. Dann mache ich es halt ohne Artillerien. Dann ist mir das jetzt egal. Kommt. Dann mache ich es halt ohne Artillerien. Der geht immer auf meine Artillerien, der Penner. Ah ja, gut. Bräuchte ich aber eigentlich noch ein paar. Ja. Tarnpanzer. So. Zwei Stück noch, dann werde ich mal losgehen, weil. Dann muss das endlich mal ausreichen hier. Wenn der immer meine Artillerien platt macht. Das ist ein Sack, ey, wirklich. Das ist ein Sack. Ja, der Gummipanzer, der ist jetzt nicht ganz fertig, aber mein Gott. So, Leute, dann. Lassen wir den mal hier abbrechen und dann fahren wir mal los. Leute, fahren wir mal los. Das war, glaube ich, Mission 11. Darum steht es ja auch nochmal. So, perfekt. Gut, Leute. Dann da versucht er wieder mit Mannequin umschießen zu kommen hier. So, einfach drüber. Einfach drüber fahren hier. Mach den Knochenbrecher-Move. So, gut, Leute. Dann würde ich sagen, sammelt euch mal da. Da kommt der Mammut. Ja, komm raus. Komm. Komm raus, Mammut. Komm raus. Kommt er raus? Ja, er kommt raus. Sehr schön. Und ruft da. Und ruft da, Leute. Und zack. So, Leute, ich habe allerdings eine kleine andere Idee da. Ich komme ja da hinten hin, ne? Da ist ja der Nebeneingang da oben. Wartet mal, da oben ist ja der Nebeneingang. Das habe ich ja im letzten Jahr noch rausgefunden, dass da oben ein Nebeneingang ist. Können wir schön hier reinmarschieren. So. Ja, das war das Mannequin. So, dann sammelt ihr euch mal bitte da beim Tiberium. Währenddessen werde ich noch ein bisschen Kohle sammeln. Weil das wird mit Sicherheit nicht ausreichen. Mit Sicherheit nicht, Leute. Gut, dann könnt ihr euch mal bewegen. Boah, die Gummipanzer, die sind so lahm hier, ne? Das ist unfassbar. So, gut, dann auf den Panzer, los. Tarnpanzer zeigt, was du kannst hier. So, zack.
Und zack, genau. Sehr schön, Leute. Ja, komm. Einmal Flammenpanzer drauf und dann war es das. Wir auch. Zack. Flammenpanzer. Der reicht dafür schon für die Minikin. So, gut. Dann. Bam, bam, bam. Das ist der neue Soundtrack, genau. Ich fand den alten besser von dem Lied. Naja, gut. Gut, Leute, dann hoffe ich mal, dass ihr es vernünftig da oben reinfahrt. Fahrt bitte vernünftig da oben rein. Nicht außenrum. Ihr seid doch bescheuert, Leute. Ah, wisst ihr was? Ich mach mal was. Kann einer von euch auf den Sammler schießen vielleicht? Genau. Einmal draufgeballert. Oh ne, der hat gar nicht so viel, mit dem er rauskommen kann. Ja gut. Ein Kampfpanzer. Meine Güte. Der ist wahrscheinlich schon weg. Genau, zack. Das war's schon. Hörst du auf? Bam, bam. Da kommt er wieder mit dem Luftangriff. Wo geht er drauf? Auf meinen Turm. Ja gut. Das geht ja noch. Ach! Ihr blöden Männer, ey. Immer diese KI hier. Schlimm, schlimm, schlimm. Gut. Leute, dann würde ich mal sagen, habe ich schon über 4000 Tiberium. Ja. Der Mechanical Man ist das, genau. Der Mechanical Man. So. So, dann rein da. Los. Rein da. Zack. Und zack, jetzt geht's los. Jetzt geht's ab hier, Leute. Jetzt geht es ab. Und zack, und zack, und zack. Einfach rein. Einfach drüber fahren. Meine ganzen Flammenwerfer sind weg hier. Och, Leute. Und hier. Mach die scheiß Raketendinger weg. So. Leute, mach die Raketentürme platt. So. Und hier einfach einmal drauf schießen. So, perfekt. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das nämlich nicht reicht, dieser Penner. Dieser Penner mit seinen Raketeneinheiten. Der Flammenwerfer noch. Der macht ganz schön dicken Schaden, muss ich sagen. Ja, es war klar, dass das nicht ausreicht. Verdammt, und der hat auch seinen Sammler noch. Der Penner hat auch seinen Sammler noch, ey. Der wird sich jetzt hier wieder aufbauen. Der Mechanical Man, ja. Soll ich noch eine Waffenfabrik hier bauen? Nee, ich glaube, das passt schon so. Ich muss einfach ein bisschen warten. Ja, da versucht er jetzt mit seinem Rest hier zu kommen. Ja, dann lass ihn das mal versuchen. Soll er versuchen. Oh, geil. Act of Instinct. Geil. Die Remix-Fassung. Oh nein, das ist jetzt aber uncool. Ach du Scheiße. Das ist jetzt aber echt uncool. Oh nein. Nicht den vollen Sammler. Ach, du bist doch ein Arsch. Wirklich. So, dann. Oha. Uff. Boah. Alter Schwede. Das war ganz schön knapp. Ja, gut. Gut, dann muss ich das gleich nochmal versuchen. Fuck. Ich muss den irgendwie ausbluten lassen. Hier, kommt. Flammenwerfer, kommt mal hoch, bitte. Ich muss den irgendwie ausbluten lassen hier, Leute. Oh, geiler Soundtrack. So. Dann Flammenwerfer. Auf den Sammler da. Los. Okay, gut. Dann. Der hat ja nicht viel. Der hat ja einfach nur Jeeps und Minikin, ne? Deswegen kann ich den Sammler eigentlich durch die Flammenwerfer ausbluten lassen. Ganz genau. Ach, der Mammut. Hallo Mammut. Ja, super. Fuck, ey. Gut, was muss ich denn noch machen? Unsere Truppen haben über... Okay, ich muss einfach alles platt machen hier, ne? Genau.
Ach ja, irgendwann hat der Typ keine Kohle mehr, Leute. Ich lasse den jetzt ausbluten. Mach den Sammler kalt. Zack. So. Jetzt kommt er wieder raus hier. So. Was? Oh, dieser Sack. Dieser blöde Penner. Wehrt euch doch. So. Einmal hier rein und fertig. So genau. Dann dürfte der eigentlich gleich keine Kohle mehr haben. Einmal hier rein und zack. So, hat noch einen Sammler gebaut. Dann auf den Sammler, Leute. Ha! Und weg mit dem. Weg mit dem. Hört ihr auf. So. Sehr schön. Ach, die guten alten Flammenpanzer, ey. Richtig gut. So. Wunderbar. Mein Sammler ist doch jetzt fertig eigentlich, oder? Ja, mein Sammler ist durch. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich glaube, ich kann... Wartet mal. Er baut noch einen Sammler. Okay. Jawohl, oder? Ich brauche genug Flammenpanzer. Also. Oder wisst ihr was? Ich werde hier ausschließlich auf Flammenpanzer setzen. Ja, warum denn eigentlich nicht? So. Weil. Der hat nicht mehr viel. So. Einfach platt machen. So. Schön ausbluten lassen, so macht man das, Leute. Da ist noch ein Mammut. Okay, den Mammut kann ich aber mit den beiden Dingern hier... Oder? Moment mal. Haha, ich habe eine andere Idee. Sneak-Kommando. Das ist noch ein Sammler. Mensch, wie viel Kohle hat denn der? Wie viel Kohle hat denn der Typ? So. Verdammt nochmal. Wie viel Kohle hat denn der Penner? So. Jetzt mach den platt. Och, das ist ja mies. Das ist ja mies, Leute. Okay. Das ist ja mies jetzt. Okay, da kommt der Mammut. Na gut, kommt. Einfach dreimal draufschießen da. So. Da kommt der Mammut angefahren. Ach, der kriegt jetzt nochmal Kohle, der Sack, ey. Das wollte ich eigentlich verhindern. Aber gut. So. Der ist halt so penetrant, ey, wirklich. Was zur... Hörst du auf? Ey. Nein, 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 nein. Zieh den mal bitte zurück. Also langsam fängt der Gegner an zu nerven. So, das war der Sammler. Sehr schön. Das war der Sammler, mein Kollege. So. Dann einfach weiter Fackeln bauen hier. So. Der geht einfach eiskalt weiter auf den Sammler. Das ist ein dreister Sack hier. Gut. Der hat noch einen Sammler gebaut. Wie viel Geld hat der? Wie viel Geld hat der? Verdammt nochmal. So. So. Einmal drauf feuern da. Langsam reicht es mir aber mit dir. GDI-Gegner. So. Das kann doch nicht wahr sein. Der kommt schon wieder durch. Ich kann den nicht ausbluten lassen irgendwie. Hä? Warum nicht? Was zur... So. Gut, Leute. Dann... Verstärkungen sind eingetroffen. Wartet mal. Reparier das noch, bitte. Was ist denn das für eine Begrüßung im neuen Jahr? Also wirklich, Leute. Der Timer ist auch schon wieder Schrott. 15 Minuten. So. Ja, da ist der Sammler wieder. Komm, mach den platt. So. Sehr schön. Ach. Die sind doch teuer, Leute. Die schönen Flammenpanzer. So. Ah, der Mammut. Fahrt mal da rein, bitte.
Kann ich hier irgendwie eine Sneaky-Sache? Geht ja auch nicht, ne? Die werden platt gemacht direkt. Ja, schaut euch das an. Aber die machen viel Schaden, Leute. Bam. Ach, verdammt. Es reicht nicht. Oh, Mann. Hallo? Hallo? So. Und jetzt platt machen den Scheiß. Los. Der mit seinen Drecksammlern, ey. So. So. Ich brauche noch mehr Fackeln der Leuchtung. So. Leute, ihr nervt. So. Jetzt schon wieder referiert, ey. Oh, Mann. Ist der Kack-Mammut wieder von dem? Ja, das ist ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Ganz schön anstrengend. So. Da hat er schon wieder einen Sammler, mit dem der jetzt kommt. Und ein Mammut, aber der Sammler ist erstmal wichtiger, dass der im Arsch geht. So. Dann. Ach du Scheiße. Die halten ja gar nichts aus. Verstärkungen sind eingetroffen. Wird gebaut. Ist das jetzt gerade ein Fass ohne Boden, was ich hier mache, oder? Ich weiß es nicht, ey. Ich muss mich ja auch irgendwie... Gut. Dann fahr den halt platt, oder? Keine Ahnung. Der Mammut, ey. Was will denn der jetzt schon wieder mit dem Mammutpanzer? Das ist auch so unfair, ey. GDI haben Mammutpanzer. Ich kann den irgendwie nicht ausbluten lassen. Die Silos sind wieder voll von dem Sack. Was zur... Oh, was macht ihr denn da schon wieder? Jetzt fahr doch mal nach Hause. Das ist doch unnötig hier, ey. Ach, schieß doch nicht auf den Mammut. Blöder Sack, ey. Mann. Ja, mach den jetzt platt. Der entkommt schon wieder, das gibt's doch nicht. Oh. Ihr nervt mich, ey, wirklich. Lass die sich auch nicht selber wehren. So, Mann. Jetzt rechts aber. Wo kriegt der Penner die ganze Kohle her, hier? So, Leute. Mach eine Pause, repariere das Ding. Gleich kommt wieder ein Luftangriff. Ja, das ist der Luftangriff. Schon wieder auf meinen Turm. So. Es reicht aber nicht zum Glück. Zum Glück nicht. So. Vier Flammenpanzer. So. Butz. Geil. So, der Sammler von dem ist weg, oder? Der Sammler ist weg, ja. Das Schwein hat aber wahrscheinlich immer noch Kohle, wa? Oh Mann, Leute. Das ist schon anstrengend. Ja, der hat immer noch Kohle. Ja, gut. Na dann. Soll das jetzt nochmal versuchen? Komm. So. Und Botz, 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 Botz. Und weg mit dem. Sehr schön. Da kommt er wieder mit Mannequin. Da hat er auch wieder Mannequin. Und da vor allem die Raketenpenner. So. Vor allem die Raketenpenner. Die nerven, Leute. So. Konstruktion fertig. Der hat Kohle ohne Ende irgendwie, ne? Ist irgendwie lustig. Der hat Kohle ohne Ende, muss ich sagen. Gut, der hat noch einen Sammler. Die große Sammlerplättetour hier, ey. Mann, 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 Mann. Ja gut, dann wehrt euch einfach. Dann hier. Oh. So, Butz. Und Butz. Und da hinten wegmachen. So. Mann, ey. Das ist nicht wahr. Wie das Schwein immer weiter Sammler baut. Oh Mann. Das ist schon geil, ja. Muss ich sagen. Vor allem erste Folge nach meiner einwöchigen Pause und der hat anscheinend endlos Kohle hier, ey. Aber gut. Ich glaube... Sieht gut aus. Ich glaube, er hat keine Kohle mehr für neue Sammler. Sehr schön.
Ha! Der hat keine Kohle mehr, ja. Na dann kann ich den gleich reparieren. Dann sammel halt hier. Sammler, du auch bitte. Gut, Leute. Dann warte ich jetzt noch diesen Panzer ab. Dann nehme ich mir den noch mit. Und dann habe ich 4 Flammenpanzer. Mit denen kann ich schon ordentlich Schaden anrichten, tatsächlich, ja. Wenn diese Drecksdinger nicht wären. Ja, das ist... Aber kriegen wir auch noch hin. Leute, kriegen wir auch noch hin. Reparatur läuft. So. Konstruktion fertig. Hallo? Fahr doch hier rein. Verstärkungen sind eingetroffen. So, Leute. In Ordnung. Sehr gut. 800, ja, der kostet zu viel. Gut, dann nehme ich mir die hier mal mit. Fahr da hinten hin. Speicher das Ding nochmal. Mission 11. Ezekiels Rat, ja. Das Ding zieht sich. Und zwar ordentlich. Gut, das ist halt die drittletzte Mission oder so, ne? Aus der Nordkampagne. So, Leute, dann. Da stehen die drei. Gut. Dann würde ich mal sagen, mache ich jetzt mit den 4 Flammenpanzern, die reichen schon, um die ganze Basis hier platt zu machen. Ha, nicht getroffen, Kollege. Feiges Stück. Dein Kack-Luftangriff. Nicht getroffen, Kollege. So, weiter geht's. No mercy. Genau, Leute, mercy is for the weak. Genau. Gnade ist für die Schwachen. Ja. So, dann ruf da los. Okay, die Waffenfabrik ist Geschichte. Jetzt diesen Raketenturm. Los, mach den im Arsch. So, dann hier den nächsten Raketenturm. Erstmal die hier. So, dann den Raketenturm. So, perfekt. Er hat's verkauft. Sehr schön. Die Raffinerie vertickt, ja. So, Leute. Dann, zack. Das war's schon mit dem. Ha! Da haben ich die 4 Flammenpanzer gereicht. Er hat seinen Bau verkauft. Ja. Und tschüss. Ha. Ja, das war's. Das war's mit ihm. So schnell kann das gehen, Leute. Zum Glück bringen die Flammenwerfertürme Panzer ordentlich was gegen die Raketentürme, ey. Ja, das ging am Ende schneller als gedacht. Gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, haben wir das geschafft. Sehr schön, und dann... No mercy. Ja, genau. Mercy is for the weak hier. So. Ja, keine Chance mehr, der Typ hier, so. Keine Chance mehr hier, der Typ. Das war's. Das war's, Leute. Sehr schön. Sehr gut. Genau so sah das aus. Gut, Leute. Ich würde sagen, haben wir die Mission geschafft hier, die 11. Wir haben einiges platt gemacht hier, wie wir sehen. Und dann würde ich mal sagen, Fortschritt, es ist wirklich nicht mehr viel jetzt. Es ist fast vorletzte Mission. Vorletzte Mission, Leute. Mhm. Weil Südafrika ist nämlich das letzte. Oh, sehr geil. Gut, Leute. Bonusgalerie, wahrscheinlich wieder eine Videoszene, ne? Ja, genau. Haben wir wieder den Kane im Missionsbriefing. Zack. Cool. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, wie es in der vorletzten Mission weitergeht, Leute. Sehen wir beim nächsten Mal. Hier Code Diebstahl. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.